Hey, Arthur. What are you doing? Selling it back to where it came from. Why? Well, I ain't got a market for it. They made it. They must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. I'll leave you fellas to it. Good luck. Thank you, John. We'll see you later. Dutch asked him to look into something to do with the Braithwaite horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. So what exactly are we doing? This is the moonshine we took after blowing up the Braithwaite still, right? I think the good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? Then it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses, and all I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe. Well, I'm sure there's money in this for us somewhere if we can get in the middle of it. Oh ja, das kann ich mir auch vorstellen. Beide Familien haben auf jeden Fall viel Geld, aber beide Familien hassen sich, wie wir ja auch gesehen haben. Hello, gentlemen, how are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay. Well, she's at the house. Ja, wir haben noch einen blinden Passagier. We'll be watching you. You heard the man. Driver, proceed, please. Driver, jetzt tut er so, als wäre er voll der Anständige. Wird wieder geschauspielert hier. Ja, Freunde, so läuft das. Wer ist denn hier bei Red Dead Redemption? What you want? Found something. Out in the hills, thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Whoa. Relax, I ain't here to rob you. No, it seems that's easy enough. Why not do a deal? What do you sell that stuff for? Dollar a bottle. You give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it. At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Next stop, the Road Saloon. Here we go. Okay, dann wollen wir mal alle abfüllen. Damit kennen wir uns ja aus. Ach ja. So, I finally sold those Cornwall bonds. Got close to 1,000 for them. I wanted more, but not bad considering how hot they were. Especially after that bloodbath in Valentine. Oh, not bad at all. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons.
Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah. That don't surprise me. All right. This could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in town with the sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're inserting ourselves in his blood feud. We'll need something. I ain't playing, Justin. You know how I feel about that. Of course you're not. You're a clown's idiot brother. Hosea, please. I'm the clown. You're the idiot. Just look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on. Smoke this pipe. Bring your lip forward. Just a bit. Squint. Oh, perfect. What about you? Oh, shh. You can't speak. You're turned idiot. Quite broke poor mammy's heart. There, there. Fenton, there, there. Don't get mad now. So, da sind wir. Jetzt wollen wir alle abfüllen hier. Der Idiot und der Clown. Und das ist natürlich ein Problem, ne? Weil wir sind ja mit der Familie Gray auch ein bisschen verbunden. Okay, Fenton, stay calm now. For Mama, she loved you so. Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Grab two cases of that stuff and follow me. Okay, wir dürfen gar nicht reden. Wie sehen wir denn jetzt aus hier? Ein bisschen gut ausgerüstet für den Idioten, ne? Ja, cool, wie er sich da kratzt. Gentlemen! Gentlemen! Quite the town you have here. We just rode in from up north. Hey. Hello! Hello, I'm Melvin. This is my brother Fenton. Don't mind him, don't madden him. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come along, Fenton. Just hand out the liquor. Na, dann wollen wir mal. Da kennen wir uns ja wie gesagt aus, im Leute betrunken machen, ne? Nach der Salonfolge. Die eine der besten einfach war. Ich habe so gelacht. Echt, ich kann es immer wieder nur holen. Okay, darüber sollen wir. Nehmen wir das Dick hier durch, alles klar. Gentlemen! Gentlemen! My name is Milton. That's my brother Fenton. He's a bit funny. But boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. Yeah. The only rule is that you gotta drink them. So hurry up, put old Fenton to work. Yeah. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your luck. I'll have one, Fenton. Free drinks. Yeah. A gift. Bounty. Einfach raus mit dem Kram. Das ist ja gar nichts mehr. Ist die ganze Zeit leer, die Flasche irgendwie. Das irritiert mich. Aber gut. Das ist doch eine geile Party hier.
Ja, Alkohol für jedermann. Hey, send a couple this way, will ya? Drink up, drink up. Men, serve these men, you murderous moron. Oh, wife is gonna kill me. Einfach weitermachen, einfach weiter abfüllen hier. Nächster Drink. Yeah. Drink up, drink! Des Moines Raiders. Good evening, gentlemen. Quiet libation. You. Me? You're the bastard who stole the liquor we was gonna buy. Gentlemen, we're in advertising. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, get him! Oh, oh, let's go! Those bastards from Shadow. Okay. Autsch, du Arschloch da oben. Bodentreffer. Denk an den guten Alten. Patsch. Friedrich, vor mir? Was für ein Unverschämtheit. Da oben müssen wir vor allem wegrasieren. Zum Glück ist die Bar aus gutem Holz gebaut. Ja, ich erledige erstmal. Okay. Ich komme! Verdammte Scheiße. Oh. Ins Gesicht. Ja, den holen wir uns, ne? Bist du bereit? Patsch. Gute Munition. Ja, machen wir so direkt. Wo ist er? Komm runter hier. Wir sind Fenton, nicht Arthur. Ganz wichtig, ja? Okay, die werden kommen. War ja klar. Habe ich noch irgendwas anderes dabei? Natürlich nicht, Heini. Yeah! Oh, das arme Pferd, das brennt. Da geht alles in Flammen auf. Bam! Ja, der kann da liegen bleiben. Oh. Ja, die Doppelläufige ist ganz nice hierfür. Sobald die näher sind, kriegen die richtig eingewischt. Oh, guck mal da. Alkohol für jedermann. Man sagt ja immer nicht zu viel trinken, ne? Haha. Folge nicht gerade. Okay. Immer die normale wieder. Das lohnt sich nicht. Okay, die sind alle down. Wir kommen hier ganz gut durch bisher. Oh, da kommt der, lebt noch. Der meldet sich zurück. Das lohnt sich aber echt mehr mit der abgesägten Flinte, glaube ich. Das war doch ein Erfolg, die Mission, Leute. Das Essen wäre nicht schlecht auch, ne? Alright, we're good. Yeah. Remind me never to take up a career in, what was it? Advertising. Yeah. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Yeah, I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition.
I'll go visit old Ma Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. Yeah. I'll go speak to Dutch. Na, lief doch. Überhaupt nicht eskaliert wieder die ganze Sache, ne? Ja, eskaliert irgendwie immer alles. Egal, was wir angehen, man denkt, ach ja, das läuft mal easy. Nein, wieder 100 Leute uns am Jagen. Wegen freiem Alkohol. So, what do you think? About what? The fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. Mm. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in three different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here. Because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them. Or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. Well, how the hell did we get an inn at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side. And then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback. I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Oh, 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 das kann doch nur in die Hose gehen, oder? Moment, da gucke ich mir mal gerade einen Blick direkt mal auf die Karte. Das kann doch eigentlich nur in die Hose gehen. Also, nur nochmal zur Erläuterung. Ja, der José ist schon bei Braithwaite. Und dann haben wir hier die Familie Gray, wo John Marston wohnt. Und wir wollen beide Familien gegeneinander ausspielen. Ja, also diese beiden verfeindeten Familien, wo sich sogar die Kinder lieben untereinander, denen wir auch geholfen hatten. Und ja, das kann natürlich eine böse Sache werden. Was haben wir denn noch so an Missionchen und Kleinigkeiten zu tun? Ich glaube, sonst haben wir gar nicht so viel. Gibt hier noch ein paar. Hier können wir noch ein paar Tiefe loswerden, wenn wir Bock drauf haben. Ne? Hier in der Region und nach Süden, da wollte ich vielleicht auch mal reiten, ein bisschen erkunden. Hier werden wir sowieso noch alles entdecken. Ne? Und hier ist ein Kopfgeld von 125 in Juanova mittlerweile. Oh, Backe. Das wird ja teuer, das loszuwerden. Aber wir haben ja mittlerweile auch einiges an Geld in der Tasche. Es sind ja nicht mehr 8,95 €, sondern es ist relativ viel Kohle, die wir da haben. Insofern eigentlich alles halb so wild. So, ich will mal ganz kurz was schauen. Denn wir können ja auch unser Lager wahrscheinlich mal wieder ein bisschen aufmöblieren hier. Oh. Da. Irgendein Buch. Oh. Ja, wie gesagt, wer es lesen will, Amerikanische Inferno Kapitel 2 von Evelyn Miller. Einfach bei YouTube am besten Pause drücken, den das interessiert. Da gibt es den halben Roman direkt hier, auch inklusive im Let's Play. Ne, ich scroll da mal so eben durch. Also, das werde ich euch jetzt nicht alles vorlesen. Das wäre dann doch eine halbe Folge wahrscheinlich, die das in Beschlag nehmen würde. Ein bisschen hart. So. Ah, cool, dass es sowas hier gibt. Ne? Also man kann sich ja auch noch Zeit nehmen für alles Mögliche. Man überlegt, dass da halt
teilweise Buchabschriften stattgefunden haben oder integriert wurden ins Spiel. Warum mache ich dem Angst? Ist doch gemein. Wir sind doch total in Ordnung. Oh, wir müssen hier was spenden, ey. Warte, Moment mal. Wir müssen erstmal hier den Beitrag leisten. Dann geht das nämlich direkt wieder hier nach oben. Komm. Denkt der jetzt, ich bin in seinem Zelt oder was? Okay, wir wollen hier mal was. Eine silberne Gürtelschnalle können sie haben. Dann können sie ja noch eine goldene Taschenuhr haben. Und was können sie noch haben? Eine silberne Taschenuhr. Dann können wir irgendwo was aufmöbeln. Der Schmuckbeutel ist natürlich auch richtig viel wert. Die Taschenuhren, die finden wir eh zuhauf. Den Edelstein. So, das müssen wir alles noch verkaufen. Das müssen wir irgendwie noch unter das Volk bringen. Gib dir mal den kleinen Kram, den wir eh zuhauf finden ständig. Ah. Und dann können wir da noch ein bisschen das Lager ausbauen gerade. Was sich auch immer lohnt. So, 106. Jetzt können wir mal im Kontrollbuch gucken, was wir uns dafür kaufen könnten, theoretisch. Wobei, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ich spende das lieber immer mit Gegenständen, dann bin ich es nämlich los. Weil das Geld haben wir ja sowieso auf Tasche. Deswegen macht das Sinn. Oh, guck mal hier, Platinringe. Ohne Ende haben wir davon noch. Ja, komm, den werden wir auch spenden. Wir nur noch einen haben. So, und dann haben wir noch mehr. Hier, da können wir die auch spenden, die goldenen Eheringe von den ganzen Übeltätern, die sogar verheiratet waren, die wir gerichtet haben. Gravierten Gürtelschnallen, die bringen nicht ganz so viel. Die werden wieder eingeschmolzen. Der kleine Schmuckbeutel, ja, sowas hebe ich lieber auf, ehrlich gesagt. Das verkaufe ich dann echt. Tatsächlich. Und ich glaube, das war's. Oh, der ist richtig geil. 300 ist so ein Goldbarren wert hier. Da nochmal zur Ansicht. Reicht doch gerade, oder? Gucken wir mal. 195 und jetzt können wir hier in unserem Kontrollbuch wieder das Lager mal ein bisschen aufmöbeln. So. Kokain-Kaugummi und Süßigkeiten. Vorräte. Nie schlecht, ne, die Vorräte. Aber Arzneien, das gute Zeug. Starke Arzneien und Tonika. Dann nehmen wir das für 60. Oder sollen wir erstmal gucken auf der anderen Seite? Ah, das ist schon gut. Gut, dann freuen sie sich. Yeah! Und das ist dann auch alles wieder aufgefüllt, würde ich sagen. Echte Feuerkraft, Wurfmesser, Flinten und Gewehrmunition. Das lohnt sich halt auch, ne? Hasser will eine Karte. Ich glaube, wir machen mal echte Feuerkraft. Ich gucke nochmal auf die andere Seite. 240 Pferde-Dings. Da können wir echt noch viel machen. Nehmen wir nochmal die Menge der Qualität der verfügbaren Munition. So, Freunde. Na, das ist doch mal was. Ja, und heute machen wir jetzt ein bisschen kürzeren Stream, ein bisschen kürzeres Abenteuer. Und die nächste Reise werden wir dann auch bald bestreiten. Ihr könnt ja mal sagen, zu wem wir dann reiten sollen. Vielleicht zu den Grays. Oder zu den, ja, Braithwaites. Ne, hier direkt um die Ecke. Ist ja eigentlich egal, wir müssen ja eh zu beiden. Wie wir es machen, welche Reihenfolge, spielt ja quasi keine Rolle. Aber da werden wir uns dann in der nächsten Episode hinbegeben. Zu diesem Abenteuer. Und jetzt gleich geht es nämlich weiter mit einem weiteren Livestream zu Fallout. Ich bin da einfach mal einen Kardo-Greizkragen. Was? 1000 Dollar? Wir sind doch voll arm. Nee, wir spenden schon relativ viel. Ich werde ja mal die Sachen los da zwischendurch. Und wir haben ja schon echt einiges da aufgeblüht in dem Dings. Ne? Guck mal, gib mal den guten Rossi. Was ist er eigentlich? Rossi. Ja, genau, da vorne bist du, hä? Komm mal her. Ich hab hier noch was für dich. Ups, sorry. Komm mal hier. Ah. Eine Klettenwurzel, da freut sie sich, hä? Was haben wir denn da noch im Petto? Wir müssen langsam mal wieder Sachen für Rossi finden, ne?
So viel haben wir ja nicht mehr scheinbar am Start. Pfifferling. Magst du Pfifferlinge? Ich weiß nicht. Ich hoffe doch sehr. Naja, auf jeden Fall geht's gleich weiter dann mit Fallout. Und wir machen hier mal eine kleine Pause von Red Dead. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Ganz easy going. Die gibt's ja jetzt auch schon in Kürze dann wieder. Und ja, vielleicht schaut ihr auch mal bei Fallout rein. Vielen Dank und bis gleich. Ich denke, für alle, die live zuschauen, so in 10 Minuten geht dann der Stream weiter.